So, hallo. Vor allen Dingen hallo Stefanie. Das ist jetzt für dich mit das Video. Und zwar sieht unsere Arbeit von gestern Nachmittag, frühen Abend so aus mittlerweile. Es kam nochmal dazu, dass auch die Sprache mit ausgewählt werden soll für die Texte, dass das auch eindeutig ist, dass die Leute sich darüber auch Gedanken machen. Und weil ja in verschiedenen Sprachen geschrieben, also eh geschrieben werden kann und vor allen Dingen auch gefiltert werden kann. Und das musste auch gecheckt werden. Also im Grunde genommen wird jetzt alles gecheckt. Und grün. Und rot hier in dem Fall, weil ich ein Maximal habe. Kann man das auch schön rot werden lassen. Gehen kleiner den Code durch. Hier ist es ab 3 Zeichen. Ja, hier ist es natürlich dann jetzt verwirrend, wenn wir jetzt sagen 0 bis 3 könnte man machen und dann würde das einfach weggehen und dann einfach die Zahl stehen bleiben. Aber so ist es auch okay. So, hier kommt ab dem das Grüne, wenn 1 ausgewählt ist. Und jetzt ist hier Code, wir haben das gerade in Englisch eingestellt. The language of your contribution. So, und jetzt kriegen wir auch das Feld grün. Und wenn jetzt eins von denen hier wieder in den Bereich kommt, dass es nicht funktioniert, dann geht es wieder weg, alles. Hübsch. So. Achso, hier kann man nichts mehr, wenn man eben mal was ausgewählt hat. Wegmachen kann man es nicht mehr. Okay, so. Also, das ist das Prinzip, das funktioniert auch. Das habe ich so eingecheckt. SPR. Das hat sich noch mal ein paar Mal geändert gehabt. Ja, da ist es noch mal einsehbar mit dem Code, was ich gemacht habe. Also quasi drei Dateien, die ich geändert habe. Am meisten in der Contribution Form. Das kam alles dazu. Das ging weg. Ja, da ist eine ganze Menge passiert. Das müsste ich aber auch noch mal genau durchgehen. Genau, zum Beispiel den Cursor Default brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Okay, aber ja, und in der Sprache zwei Sprachdateien, also habe ich jetzt gemacht die deutsche und die englische, weil das eher die Sprachen sind, die wir jetzt erstmal sauber da haben. Und da habe ich das nochmal, ja, dass sich das halt auch ändert an den Stellen hier unten. Jetzt die Sprache wechsle. So, außer das. Das rendert sich leider nicht mit. Da muss ich quasi schon auf der Seite sein und dann ist das auch wieder in Deutsch. Das muss man nochmal nachladen. Also da rendert leider da nicht drin. So, und das machen die zwei Sprachdateien so. Und im Grunde genommen, wie gestern, haben wir unsere Bereiche. Ich habe das CSS rausgenommen, habe das in die Text. In Textfelder gesetzt und da kann ich ihn allein right setzen. Und hier habe ich jetzt hier drei Chips. Der weiße, der grüne und der rote. Das sind die einzigen, also wo drei sind, ansonsten sind es immer zwei. In dieser Textarea rechts gesetzt und halt ein bisschen CSS, dass das in die Position vom Top noch ein bisschen passt und hübsch daneben ist. Ja, und ich habe auch die Variablen rausgenommen, dass das True oder False ist. Ich frage direkt in dem If. Also je nachdem, was da am besten passt. Hier in dem Fall ist es natürlich bei den drei Chips. Ist es ein VIF, dann ist es ein VELSIF. Davon könnte ich jetzt mehrere machen. Und wenn diese beiden Bedingungen nicht zutreffen, dann rückt es zu dem VELSE. Ja? Also je nachdem, also das erste ist das VIF, das nächste und die folgenden, die jetzt zwischen dem VIF und dem VELSE sein können, sind VELSIF.
Prinzip ist klar. So, und wenn beide nicht wenn beide nicht das erfüllen, dann rückt er automatisch zu dem. So, bei den anderen habe ich auch hier bei der Kategorie und auch hier frage ich jetzt auch wieder die Formel, die es lenkt ab, die jetzt 0 ist, weil das ein Array ist. Und an dieser Stelle frage ich ab, ob die Form Language 0 ist, weil die Form Language gebe ich in der Default als 0 an. Und die füllt sich, sobald ich irgendwas ausgewählt habe von der Sprache. Und damit ist quasi das 0 nicht mehr gegeben. Dafür habe ich das aber umgedreht. Also ich habe jetzt hier an der Stelle das Primär, das ist das Grüne, weil ich nicht nach 0 suchen konnte, wenn was drin ist. Also wenn was drin ist und ist gleich 0, da gab es irgendwie ein Problem. Bei mir zumindest. Ja, und das ist die, eigentlich, also im Grunde genommen gibt es jetzt nie mehr, es gibt jetzt zwar in all diesen Select zum Beispiel jetzt von der Sprache, gibt es ein Input Native, damit das funktioniert. Also aus dem Style Guide die Funktionen, die Events, die da angegeben sind, also nur Input, das geht in diesem Fall hier nicht. Hier ist die Update-Kategorie-Funktion, die gestartet wird, wenn sich was ändert. Und hier ist es die Input-Update-Editor-Content, die wir gestern so bearbeitet hatten. Und hier oben beim Titel funktioniert quasi nur das Schema. Und da ich hier nur das Schema habe und keine Funktion, die das irgendwie abfängt, hatte ich hier quasi damit angefangen, an dieser Stelle zu prüfen, was wir brauchen, ob das True oder False ist. So, und diese Funktion jeweils an den Auswahlelementen, die halt dann also zu einer Funktion führen, machen dann jeweils der Update-Content hat halt diese Geschichte mit dem Einfügen in den Editor. Und dann checkt er den Manage Content. Und hier in dieser, was wir auch gestern hatten, wo er das raus, die HTML-Code rausnimmt und quasi nochmal die Länge genau misst. Und ja, das dann sauber übergibt. Und wir das auch sauber oben anzeigen können. Das ist auch das, was da so dauert. Diese Länge. Bei dem Titel geht das nämlich ruckzuck. Und hier kommt diese Valid Post. Und die Valid Post auch bei der Kategorie und bei der Language. Und die Valid Post geht quasi bei jedem durch, dass einmal ist der Content valid, ist die Kategorien valid, das ist diese Geschichte, und ist jetzt in dem Fall noch die Sprache valid, die Language. Und wenn das alles dreist true ist, dann übergibt das als false, damit der Disable, die Disable-Funktion quasi abgeschalten wird, die an dem Submit-Button hängt. Und zwar hier. So, und Error ist Default True, weil Disabled in dem Fall jetzt hier True ist ausgeschalten und False ist nicht ausgeschalten. So, und wir übergeben dann, wenn alle drei Ergebnisse True sind, übergeben wir die quasi negativ. Mit dem in Klammer gesetzt und davor. Also wir drehen einfach das Ergebnis um. Das Ausrufezeichen dreht das Ergebnis hier drin, was wir jetzt hier im Gesamt kriegen, um. So. Und
Wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwas davon, also es müssen alle drei true sein, dass alles passt. Und wenn eins von denen das nicht ist, dann ist das Gesamtergebnis quasi false und dreht sich um als true durch das Ausrufezeichen. Und so ist das dann relativ einfach. Für das Disabled-Button muss man einfach nur das umdenken. Das hatten wir ja gestern mit diesem Content, wo ich das dann auch nochmal geändert hatte mit der Funktion, die wir jetzt aber auch nicht mehr benutzen. Also, ja, ich hoffe, das ist ein bisschen, du hast ein bisschen verstanden, wie ich da jetzt noch weiter vorgegangen bin. Im Grunde genommen könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen das verschmälern, indem man die, weil wir hier an der Stelle eigentlich nichts weiter machen. Würde ich bald behaupten. This Form Language, das ist das. Also theoretisch, ja, würde ich bald denken, dass man die Update Language und die. Gut, hier tun wir die IDs abrufen, was wir aber auch an der Stelle machen könnten. Lenkt. So, das machen wir quasi an der Stelle auch schon. Und das, also hier müsste man, hier könnte man wirklich, wenn man jetzt noch mal eine Stunde sich investiert, habe ich jetzt gerade nicht mehr, könnte man das wahrscheinlich noch etwas eleganter zusammenziehen. Könnten wir uns mal merken, wenn du Bock hast darauf, könnten wir das mal zusammen machen und darüber brüten. Ansonsten, so da habe ich das jetzt eingecheckt und so ist das in dem Pair. Ja, und ja, wenn irgendwelche Fragen sind, dann an mich. Das war's, danke.